Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns an, wie du eine Tabelle mit SQL erstellen kannst und auf was du achten solltest. Bevor wir loslegen, können bitte ich euch diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Wissenstransfer im Bereich Business Intelligence und Data Warehousing anbieten zu können und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Jetzt starten wir los. Um eine Tabelle mit SQL erstellen zu können, bedient man sich dem SQL-Befehl Create Table. Dieser gehört zu der Data Definition Language, kurz DDL. Bei den meisten Datenbanken-Tools kann auch ohne dieser Data Definition Language, sprich diesen SQL-Befehl, ohne diese genauen Syntax, eine Tabelle per Mausklick angelegt werden. Dennoch sollte man für das Grundverständnis und auch für den allgemeinen Tabellenaufbau den SQL-Befehl einmal näher gesehen haben. Auch kann es einmal vorkommen, dass man eben nicht die grafische Oberfläche zur Verfügung hat, um eine Tabelle zu erstellen. Möchte man nun eine Tabelle anlegen, muss man sich nicht nur den Create-Table-Befehl näher ansehen, sondern sollte sich auch schon im Voraus Gedanken machen, was in dieser Tabelle alles gespeichert werden soll, welche Spalten man benötigt und auch die entsprechenden Datentypen. Zusätzlich kann man dann beispielsweise noch den Primärschlüssel und den Fremdschlüssel definieren. Genug der Theorie, sehen wir uns das nun praktisch an einem Beispiel an. Ich befinde mich nun am SQL-Server und habe darin eine Datenbank, und zwar die AdventureWorks 2019. Darin befinden sich nun wiederum etliche Tabellen und wir werden nun anhand oder mit dem Create Table Befehl eine neue Tabelle erstellen. Dazu wähle ich nun ein neues Abfragefenster aus und habe darin die Möglichkeit, diesen Befehl anzuwenden. Ich beginne mit dem Befehl Create Table, gebe nun einen sehr einfallsreichen Namen dafür aus, und zwar Test, und muss nun diesen Syntax mit einer geöffneten und einer geschlossenen Klammer angeben. Und genau darin gebe ich nun die einzelnen Spalten und Felder an für diese Tabelle. Da wäre zum Beispiel die ID, welche ich als Integer speichere. Dann gibt es beispielsweise den Vornamen. Diesen speichere ich als nVarchar, 50 Zeichen. Und den Nachnamen. Diesen machen wir 150. Ist sehr großzügig von mir. Anschließend kann ich nun diesen SQL-Syntax ausführen und erhalte nun diese Tabelle. Test. Habe darin nun diese Spalten. Als nächstes möchte ich nun einen Primärschlüssel für diese Tabelle vergeben. Dazu drei wesentliche Regeln für Primärschlüsseln, und zwar: Jede Tabelle kann nur einen SQL-Primärschlüssel haben. Als zweiten Punkt sei genannt: Alle Werte sind eindeutig und der Primärschlüssel kann jede Zeile eindeutig identifizieren. Und als dritten Punkt oder als dritte Regel für den Primärschlüssel sei erwähnt, dass der Primärschlüssel nicht null sein darf. Wie hier zu sehen, gibt es nun für diese drei Spalten auch den Zusatz null. Das bedeutet, ich kann auch für diese Spalten einen Nullwert hinterlegen. Ich lösche nun diese Tabelle und werde nun diese Syntax entsprechend erweitern. Damit nun die ID als Primärschlüssel verwendet werden kann, muss ich mich dem Befehl constraint und einer Bezeichnung für diesen Primary Key, beispielsweise ID Primary, und dann nochmals den Befehl Primary Key angeben. Damit definiere ich sozusagen, dass diese Spalte ID als Primärschlüssel verwendet wird. Als nächstes möchte ich noch eine Erweiterung, und zwar, dass der Vorname nicht leer sein darf und auch der Nachname. Wenn ich das nun erstelle,
sehen wir, dass nun ein Primärschlüssel auf der ID vorhanden ist. Dies ist auch not null und ebenfalls die weiteren Spalten Vornamen und Nachnamen sind ebenfalls als not null definiert. Wie ihr seht, könnt ihr damit eine Tabelle erstellen und zwar mit der SQL-Syntax. Es gibt aber auch die Möglichkeit, diese Tabelle auch grafisch zu erstellen. Und zwar, wenn ich einen Rechtsklick auf der Tabellenverzeichnis mache und auf Neue Tabelle gehe, habe ich nun einen Editor, in dem ich auch diese Angaben machen kann für die Tabelle. Beispielsweise kann ich nun auch eine ID angeben, kann mir den entsprechenden Datentypen auswählen, beispielsweise int, wenn ich es finde, und kann mit einem Rechtsklick diesen auch als Primärschlüssel definieren. Und so kann ich auch weitere Spalten wie Vorname mit den entsprechenden Datentypen dann auch erstellen. Wie ihr seht, verfügt ihr nun über zwei Möglichkeiten, wie ihr Tabellen am SQL Server anlegen könnt. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Thema näher bringen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, euch zu antworten. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute und viel Erfolg!